Endlich Zeit für ein bisschen Entspannung. Hallo Leute und willkommen hier bei Me Apple Cat. Ja, Entspannung suche ich heute und zwar mit einer Shiatsu Nacken- und Rückenmassageauflage, die man auf Stühle, Sessel und überall, wo man sitzt, gut hinpacken kann. Und die werden wir jetzt heute mal auspacken. Ihr seht schon, die Packung ist nicht die allerkleinste, hat aber einen schönen Tragegriff oben dran. Und dann werden wir das Teil auch direkt mal ausprobieren. Es kommt von der Firma Tureo, von der ich noch nie etwas gehört habe und kostet 140 Euro ohne Rabatte, aber bei Amazon klickt gerne mal in den Link in der Videobeschreibung, da gibt es immer mal wieder Rabattaktionen. So, ich packe hier schon mal etwas aus und man sieht, einmal aufklappen und ja, ich glaube, das hebt man einfach im Gesamten dann hier aus der Packung raus. Das ist echt leicht. Ja, kann man das sehen? Moment, ich mache besser mal hier die Verpackung rüber. Dann haben wir auch ein bisschen Platz. Die ist sehr, sehr leicht. Ich bin überrascht. Ich habe ja schon einige ausprobiert. Aber das hier ist bisher die leichteste Sitzauflage. Ob das nachher positiv, negativ oder egal ist für das Ergebnis, das schauen wir uns noch an. Was finden wir hier noch alles? Einmal, ja, sieht aus wie ja, eine Garantie, 24 Monate. Dann natürlich noch unser User Manual, also die Bedienungsanleitung. Ich schaue mal flott, ob die auch auf, ja, gibt es auch auf Deutsch, Seite 8 bis 14. Brauchen wir aber nicht wirklich. Dann natürlich noch unser Netzteil. So, fertig, ordentlich Kabel. Der Anschluss, der hier an die Massageauflage kommt und natürlich der normale Netzstecker. Und was haben wir hier denn für ein Output? Interessiert wahrscheinlich keinen, ich sag's trotzdem. 12 Volt, 4 Ampere, heißt 48 Watt kommen hier raus aus dem Netzteil. Aber wir wollen uns ja die Sitzauflage hier anschauen. Und dazu muss ich erstmal, wo ist es denn? Hier ist es zugeklebt. Also Klebestreifen öffnen. Und dann holen wir das ganze Teil mal aus der Folie raus. Und ich bleibe sehr überrascht, wie klein das ist. Das ist übrigens für Menschen ab 1,50 bis 1,92, 93 geeignet, da man hier das verstellen kann. Einmal hier dieses Nackenmassageteil. Und ich bin 1,90, sollte also bestens passen. So, was haben wir hier? Einmal noch einen Gummi. Ah, hier, ein Klett. Okay, den öffnen wir. Und dann können wir hier ja, die Sitzfläche dann runterklappen. Und die soll ja auch ordentlich hier eine Popo-Massage noch mal bieten durch eingebaute Vibratoren. Also Entspannung für den Allerwertesten, für den oberen und unteren Rücken und für den Nacken. Da war übrigens noch ein bisschen Silikatgel dabei. Und ja, hier kann man immer noch diese Teile hoch runter klappen, damit man nicht so die ganze Intensität abbekommt, wenn man das nicht möchte. Oder eben volles Rohr. So, cool. Also, ich würde sagen, hier ist noch die Fernbedienung, beziehungsweise keine echte Fernbedienung, das Bedienungsteil dabei, wo man dann alles einstellen kann, die verschiedenen Massagemodi. Also natürlich mit Kabel befestigt und hier unten noch ein Kabel, wo dann der Stromanschluss dran kommt. Und wir haben ja gut drückbare Knöpfe mit einer ganzen Menge an Anzeigen. Aber jetzt würde ich sagen, packe ich das Teil erstmal auf einen Stuhl. Okay, der Stuhl steht bereit. Hier kommt die Massageauflage. Wird einfach nur draufgesetzt, runtergeklappt. Und hier hinten haben wir dann ein Band, so ein Klettband. Das können wir einmal öffnen und es damit ja um den Stuhl befestigen. Aber nur, wenn die Lehne hoch genug ist. Also bei mir ist die Lehne jetzt hier nicht hoch genug. Ich komme hier, ich komme da gar nicht rum. Das ist aber jetzt doof. Oder haben wir noch ein zweites Klettband? Lasst mich schauen. Da habe ich groß gemotzt. Ich habe ja eben das zweite Klettband hier sogar aufgemacht. Also das passt auf jeden Fall hier drum. Einmal damit befestigen. Die obere Befestigung muss ich mir dann hier in dem Fall einmal sparen. Und dann haben wir das Teil schon hier drauf. Und ich könnte mich schon fast draufsetzen. Aber wir brauchen noch eins. Und das ist Strom. Da haben wir es. Strom einmal angestöpselt. Gut. Und ich
muss noch mal kurz schauen. Ich muss ja hier das Teil noch mal verstellen, dass das hier höher kommt. Ihr seht, ich habe hier gerade echt gerätselt, wie ich hier diese Nackenmassageeinheit, wie ich die hier hochbekomme. Wir haben hier einen Reißverschluss, genau wie hier unten auch. Und ich dachte, ich muss das irgendwie hier manuell hochziehen oder machen oder drücken. Aber nee, es ist viel einfacher. Ich habe übrigens hier diese Polsterung abgemacht. Ich brauche es immer richtig hardcore. Also das heißt hardcore, ich will es halt ein bisschen intensiver haben. Und das Ganze steuert sich hier mit der Fernbedienung. Einfach einschalten, dann gehe ich hier auf Nackenmassage und kann das ganze Ding hochfahren. Und das fährt mit dem Reißverschluss dann hoch. Cool. Das habe ich noch nie gesehen. So, jetzt haben wir es maximal oben. Das Ding ist auf den ersten Eindruck echt angenehm leise. Und jetzt gibt es den ungefilterten Ersteindruck. Freunde, ich setze mich mal drauf. Schau mal und ja, die Nackenmassageeinheit, die drückt mir in der Position aber schon ganz schön tief unten hin. Die könnte ruhig noch ein bisschen höher gehen. Natürlich, ich habe hier eine sehr aufrechte Sitzposition. Wenn ihr einen Stuhl habt, der ein bisschen weiter nach hinten gekippt ist, dann ändert sich das, dann passt das auch besser. Aber so in der aufrechten Lage, ja, gerade ein klein wenig schwierig, was mir hier auch eben aufgefallen ist. Wir haben für die, das Bedienteil hier keine Tasche, wo man die noch irgendwie unter... Doch, Moment. Ah, da ist die Tasche. Da kann man sie in die Tasche unterbringen. Gut, ich dachte schon, das Ding baumelt immer hier frei rum. So, also, ich leg mal los, drücke einmal auf den Knopf. Dann starte ich mal mit, ja, natürlich mit der Nackenmassage. Und die legt dann auch direkt los und ja, sie langt jetzt nicht so mega stark zu für mein Empfinden, aber doch so, dass man es ganz gut spürt. Aber das ist ja nur hier die halbe Miete. Machen wir mal weiter mit der ganzen, also man kann hier bei der Rückmassage zwischen oberer Teil, unterer Teil oder Full. Und ich mache einfach mal Full, dann geht es komplett von unten nach oben. Und jetzt spüre ich, wie diese rotierenden Massagebälle, so nenne ich es mal, von unten nach oben fahren und sich dabei die ganze Zeit noch drehen und dadurch dann eben den Rücken massieren. Und ja, doch, fühlt sich ganz angenehm an, muss ich sagen. Wir können hier natürlich noch ein bisschen mehr einstellen. Wir haben zum einen hier eine Timer-Funktion. Da können wir wählen zwischen 10 Minuten, 15 oder 20 Minuten, dass die sich automatisch dann ausschaltet. Wir haben dann nochmal hier bei der Massage die Spot-Massage. Wenn ich die mal drücke, ja, dann bewegen sich diese Massagerollen nicht mehr weiter nach oben und unten, sondern bleiben auf der einen und selben Position, drehen mal rechts rum, drehen mal links rum. Oder wir können hier den Mode nochmal ändern, beziehungsweise den Rolling Speed. Das ist wohl dann die... So, ich schalte nochmal ein, die Geschwindigkeit, genau, mit der sich diese Rollen oder diese Kugeln dann drehen und womit dann hoch und runter gefahren wird. Gibt es Low, Medium und High. Ich habe das mal auf Hoch. Ja, dann geht es alles ein bisschen flotter. Und ich kann noch den Mode wechseln. Oh, wir haben drei verschiedene Modi. Einmal M1, Modus 1, Modus 2, Modus 3. Ah, es ist schon angenehm. Ich muss sagen, hier am Nacken, da ist es jetzt wirklich angenehm, denn ich merke, ich bin ganz schön verspannt. Ja, das kommt vom Arbeiten. Aber es gibt ja hier noch eine Geschichte und zwar kann ich noch Heat, also Hitze, Wärme hinzuschalten und dann werden diese Massageteile auch noch aufgeheizt. Ich lasse die jetzt mal aufheizen und dann will ich noch, dass es hier unten unter meinem Allerwertesten vibriert, also Vibration noch einschalten. Ja, man spürt es relativ weit hier hinten, also nicht so weit hier vorne, sondern eher so in dem hinteren bis mittleren Bereich. Oh, und es vibriert, kann ich da auch noch, ach, da kann ich ja auch noch hier den Modus, Low, Medium, High, da gibt es auch wieder drei Stufen. Und ich bin jetzt auf Mittel, boah, spürt man schon, kribbelt etwas. Und im High, oh, dann wird eben die Vibrationsgeschwindigkeit noch mal ein bisschen schneller. Eins muss ich sagen, die Fernbedienung oder das Bedienteil, es ist ja keine Fernbedienung, ist ja ein Kabel dran, aber das Bedienteil finde ich echt gut. Also die Knöpfe lassen sich sehr gut drücken, die klicken sehr schön. Es ist auch so aufgeteilt, dass man auf den ersten Blick relativ gut, oder das heißt relativ, man versteht sofort, wie das Ganze hier funktionieren soll. Also vom Bedienteil her sehr schön, fühlt sich auch gut an, nicht irgendwie zu, nee, gar nicht billig. Es ist natürlich alles Kunststoff, aber fühlt sich gut verarbeitet an soweit.
Tja, ich lasse mich dann noch ein bisschen länger massieren, Freunde, und dann gibt's gleich das Fazit. 2 hours later. Das Ganze ist schon entspannend. Ich könnte gerade ein Schläfchen machen, aber vor dem Schläfchen gibt es noch das kurze Ersteindrucksfazit. Also sehr positiv. Das Ding ist leicht und relativ schmal und wirklich portabel. Das kann man auch mal mit ins Büro nehmen zum Beispiel. Oder man kann es sogar im Auto irgendwo anstecken, wenn man den passenden Stecker natürlich hat. Also portabel, das ist schon mal ein Pluspunkt. Die Steuerung sehr einfach, ebenfalls ein Pluspunkt. Man kann hier die Höhenverstellung vornehmen, ebenfalls ein Pluspunkt. Und das geht super einfach über die Fernsteuerung. Und ansonsten, ja, die Vibrationsfunktion hier unten für den Popo, die ist, ja, nett. Bringt mir jetzt persönlich, glaube ich, nicht so viel, aber das mag jeder für sich entscheiden. Trotzdem ganz nett, dass man da auch noch mal ein bisschen von unten eine Lockerung reinbekommt durch die Vibrationen. Besonders gut finde ich hier oben den Nackenmassagebereich. Also den merke ich am deutlichsten. Der greift ganz gut zu und ist angenehm, wird geheizt. Ja, kann man machen. Sehr schön. Dann natürlich noch hier der Rückenmassagebereich. Auch ganz gut, könnte aber für mich noch ein bisschen mehr Kraft und Wumms haben. Aber ebenfalls positiv, das Ding ist sehr, sehr leise. Also ich habe ja schon einige ausprobiert oder auch, ich habe hinten noch ein anderes stehen, hatte schon einige. Und das hier ist definitiv das leiseste von allen, das ich bisher hatte. Also für 140 Euro ohne Rabatt oder mit Rabatt dann eben mal ein bisschen weniger, 120, 130. Also ich kann generell nicht davon abraten. Ist ganz angenehm. Gutes Teil. Wer sowas sucht, ich packe euch den Link hier zu der Massage-Sitzauflage in die Videobeschreibung und bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut.